Was mich an meinem Forschungsgebiet, den Cultural Studies, so fasziniert, ist, dass sie es mir ermöglichen, mich mit einem zeitgenössischen Phänomen zu beschäftigen, das uns alle betrifft. Was ist ein schöner Körper? Was ist ein ekliger Körper? Und wer bestimmt das eigentlich? Genau diesen Fragen gehe ich in meinem PhD-Projekt zum Thema Body Positivity nach. Dieses Thema, körperliche Idealbilder, betrifft nicht nur jeden von uns sehr persönlich, es wird auch auf sozialen Medien immer mehr debattiert und dementsprechend auch in der Forschung immer mehr aufgegriffen, hinterfragt und diskutiert. Bei der Body-Positivity-Bewegung geht es darum, sich gegen exklusive, nicht erreichbare Schönheitsnormen und Body-Shaming zu stellen. Es geht darum, dafür zu kämpfen, dass alle Körper so akzeptiert werden, wie sie sind. Das passiert momentan hauptsächlich auf drei großen Bereichen. Einerseits mehr Akzeptanz für dicke Körper, andererseits die Normalisierung von ganz alltäglichen Körperfunktionen wie Menstruation und Stillen und drittens das Behandeln des Themas Körperbehaarung abseits von Tabus und Scham. Während eklige weibliche Körper gerade in den 70ern als sehr radikal wahrgenommen wurden, sind sie mittlerweile im Mainstream angelangt. Dass es eine diversere Repräsentation von Körpern gibt, ist super. Kritisch dabei festzuhalten ist, dass vor allem weißen, jungen und sehr privilegierten Frauen dabei besonders viel Raum beigemessen wird und anderen nicht. Das Coole an meiner Arbeit hier im Institut für Anglistik und Amerikanistik ist, dass ich wirklich die Freiheit habe, forschungsgeleitete Lehre zu machen. Das bedeutet, ich unterrichte zu Themen, die mich auch in meiner Dissertation wirklich faszinieren. Davon haben nicht nur die Studierenden etwas, sondern auch ich bekomme tagesaktuelle Inputs zu meinen eigenen Forschungsthemen von Ihnen. Was mein Projekt kann, ist über die Mauern der Uni hinaus zu kommunizieren. Es ist gerade der Austausch mit den Menschen, das Feedback von ihnen, das mich jeden Tag antreibt und motiviert, gerade auch in meinem persönlichen sozialen Engagement.